gleich hier rüber, damit es nicht wieder ins Bild ragt. Ich bin irgendwie... Okay. Ja, so weiter geht's. Und zwar sind hier die Leute immer noch zu Besuch. Ich hoffe, wir können das Teil mal aufstellen demnächst. Ich hätte gern gewusst, wo jetzt die Leute sitzen müssen hier. Aber das machen wir einfach ganz. Wir stellen einfach an jede Seite einen Sessel. Dann werden wir ja sehen, wo die Leute sich hinsetzen. Oh Scheiße, dann müssen wir aber das... Den müssen wir ein bisschen weiter wegstellen hier. So. Siehste, unser neues, schönes, hygienisches Krankenhaus. Das leicht verschmutzt ist. Okay. Hier muss auch mal ein Fußboden dann rein, aber warten wir erstmal, bis das alles abgetragen ist hier. Okay. Markus. Vielleicht sollten wir hier irgendwo noch eine Tür bauen. Okay, hoffentlich merkt sich Wildschwein 1 das. Okay, nehmt die ganzen Hühner mit. Sehr schön. Ah, übersichtlich. Übersichtlich. Sehr gut.
siehst du. Sehr gut. Ist stark verschmutzt, der Aufenthaltsraum. Okay. Haben wir überhaupt jemanden, der sauber macht gerade? Ja. Mehrere Leute. Yep. Also Nussi und Nono auf den Feldern. Jefim wirft Hufeisen. Okay. Markus ist am Medizinpflanzen und Kerstin sortiert die Tiefkühlkost. Also man merkt, dass Bench fehlt. Alles ist dreckig hier. Was ist Carsten eigentlich? Carsten forscht sehr gut. Immer noch eindrucksvoll, das Schlafzimmer. Super, Prothetik. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir Ersatzorgane auch erforschen können. So, und dann brauchen wir einen Quest abgelaufen, Vorratskammer von Paul. Aha. Ja, Recon-Helm, ja, vergiss es. Okay. Und zwar haben wir hier ja einen schönen Raum. Da können wir mal die Prothetics. Da haben wir es. Scheiße, brauchen wir. Da brauchen wir Plastahl für und wir brauchen. Von den Advanced
Components, von denen wir keine haben. Müssen wir mal schauen. Wie geht es hier eigentlich unsere Entwässerung voran? Okay. Ah, hier ist endlich fertig, wa? Das können wir abreißen. Okay. Obwohl, brauchen wir eigentlich noch nicht. Können wir das Gebiet, das kann auch noch mal trockengelegt werden, wo wir gerade dabei sind. Sehr gut. Brauchen wir Holz? Ich glaube, wir bräuchten mal wieder ein bisschen Holz. Wir haben hier noch jede Menge Wald im Zwischenraum wachsen. Oh, und hier ist gar keine Mauer drumherum. Bauen wir mal Granitmauer da drum noch. Dann können wir die Zwischenwand wegmachen. So. Und hier müssen wir auch noch dann. Oh, super, da ist wieder. Das ist wieder Boden, der die Mauer nicht hält. Shit, okay. Wann kommen unsere provisorischen Arbeiter zurück? 1,3 Tage, okay. Oh super, das ist ja offen hier.
Toll, toll. Nach welcher Reihenfolge, es würde mich mal interessieren, nach welcher Reihenfolge die hier vorgehen. Weil erst mache ich da eine Mauer, dann laufe ich 2 Kilometer, dann mache ich da, setze ich da einen Stein und laufe ich wieder zurück. Anstatt dass man das eine erst fertig macht, wo man ist irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht ist das Wetter auf der anderen Seite schöner. Ich glaube, vielleicht sollten wir diese Bewirtung für Brody doch annehmen, damit Andi sich uns anschließt. Weil wir haben vielleicht zu wenig Leute. Aber ist die Frage, nee, das lassen wir lieber. Dann müssen wir uns um Brody auch noch kümmern. Wir kriegen auch nicht mal hier die Ernte eingefahren, ohne dass sie verschimmelt. Eine oder zwei, das ist also quasi wie ein Schachbrett. Okay. Könntest du mal den Mais, der hier schon liegt, reintragen? Ist das zu viel verlangt oder was? Okay. Ja, im Vergleich zu dem letzten, also zu dem Halloween-Spiel, ist das relativ ereignislos, was hier passiert. Wir könnten mal gucken, welche Einstellungen wir hier haben. Erzähle Einstellung. Ach, wir sind auf friedlich. Okay. Machen wir mal auf Abenteuergeschichte. Wisst ihr was? Ihr könnt mal alles reintragen. Fände ich toll. Party.
Markus schmeißt eine Party. Jeder, der hingeht, wird sich durch soziale Interaktionen entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Okay, hier zwischen den nicht verlegten Fußbodenfliesen, ja. Okay. Bisher ist Nussi der Erste auf der Party, jetzt Jefim kommt dazu. Reis im Lager zu fallen, ja. Hm. Ja, aber Hauptsache ihr macht Party. So, das ist besser. Party schon vorbei, wa? Okay. Ah, siehst du, Bench, Fitz und Heiko haben Prätor Theomadio Koskio der Fraktion das Zerrüttete Reich dabei geholfen, einen Sumpf zu erforschen und sind zurückgekehrt. Plonk. Okay. Dann schauen wir mal. Bench war immer noch mit Kerstin verheiratet. Okay, das heißt, den tun wir hier hin. So, Fitz. Fitz, Fitz, Fitz. So, tun wir hier hin. Wo ist mein Zimmer? Da, okay. Markus Hersteller ist nicht mehr inspiriert. Okay. Was habe ich da eigentlich an? T-Shirt aus Echsenleder. Okay, Hose aus Syngarn. Und schwere MP habe ich dabei. Wie ist Fitz bewaffnet? Revolver. Und der Bench ist bewaffnet mit Pistole. Okay. Was hat denn Fitz sonst noch für unansehnliche Umgebung? Leichter Entspannungsmangel, zurückgewiesen von Kerstin. In der Hitze geschlafen, beschädigte Kleidung. Okay. Handelsschiff, Waffenhändler. Okay. Kerstin ist wach. Okay. Wollen wir mal mit dem Waffenhändler reden? Vielleicht kann der uns irgendwas. Ich glaube, wir haben noch drei Leute mit Pistolen. Spezialgliedmaßen, okay. Bauteile können wir immer gut kaufen. Schutzweste. Autoschrotflinte klingt auch okay. Plattenrüstung lassen wir mal. Okay, will er alles nicht kaufen. Gut.
Okay. So, also Markus hat schon, glaube ich, irgendwas Schickes an. Recon-Rüstung, Meisterwerk, okay. Zieh dann mal diese Schutzjacke an und kehrst die Schutzweste. Warum ist hier eigentlich keine Mauer? Sehr gut. Gut, dann können wir mal zur Sicherheit, für den Fall, dass sie durch die Mauern sich graben, was ohne weiteres passieren kann. Noch ein paar von diesen Dingern bauen hier. Okay. Kein Stoff, okay. Schläfrig, leichte Entspannung, dunkel, unansehnliche, durchnässt, ohne Tisch gegessen, okay. So, siehst du mal, das ist jetzt. Cool. Okay, ja, Zeit ist wieder rum. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, subscribe diesen Kanal und drückt die Glocke und
schreibt einen Kommentar. Bis dann. Ciao.